Moin Leute und herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal. Wir spielen den letzten Part unserer Friday Night Games. Dieses Mal mit dem Titel Tribes Ascent. So viel wie aufsteigende Triebe, oder nicht? Ja, ungefähr so, ja. Ja. So, einloggen. Wut? Falsch. Sehr gut. Jetzt mich verarschen. Password. Logging in. So, okay. Toll. Der Typ im Menü hat keinen Körper. Ach doch, jetzt. Ah, der nee. Schatten macht ihn transparent. Super. Ja, warum nicht, ne? Okay, was spielen wir jetzt? Tribes. Ja, Classes, was ist das denn? Kannst du verschiedene Klasse? Ja. Soldier. Wir Soldier. Ich drück mal auf Play Now. Über Blonden. Ah. Custom Service. Ich würde sagen, wir spielen Team Deathmatch, oder? Boah, wäre wohl am einfachsten, ne? Okay. Was, ich will keine Kö join. Abbrechen. Add other friends. So. Ach, scheiße. Das bin ich. Ich bin im Ladebildschirm. Add a friend. Wie heißt du im Game? Buttertoast, wie immer. Mit einer Null oder mit einem O? Mit einer Null. Was hier? Blood Eagle oder Diamond Sword? Winning Team Joiner. Also. Ich kann nicht. Ich muss Blood Eagle nehmen, weil die ein weniger sind. Ah, komm hier. Abbrechen, abbrechen, abbrechen. Exit Match. Jetzt schau ich dir gerade nach, du Arsch. Lol. Ich bin wieder raus. Lappen. Was? Oh, ich habe einen Follower. Ja, mich. Actions. Add as friend. Join in game. So. Ich join dir mal nach. Diamond Sword. Das ist die Joinception, glaube ich, gerade hier. Du bist Diamond Sword? Ja. Okay, ich auch. Ich spiele Juggernaut. Ich spiele Soldier. Okay, ich habe hier irgendwas Fettes. Was, Mighty, was kann das Ding? Oh, ich hab so einen dämlichen Granatwerfer hier. Ich bin im Spectator-Move. Was ist das hier? Ja, wie man sieht, ist das in diesem Game hier hauptsächlich so, dass man hier selten am Boden bleibt. Dann ist ein Rumgespringe und Gehüpfe und. Boah, wie ich gerade nicht mal klarkomme hier gerade. Ich hab nur so eine scheiß Waffen hier. What the hell? Man. Wieso kann ich nicht spawnen? Wieso treffe ich nichts? Ich habe so einen komischen Jetzt kann ich spawnen. Ich habe so einen komischen Diskwerfer hier, der immer nach Einfluss nachgeladen werden muss. Aha. Und einen dämlichen Granatwerfer. Alter, kann ich nicht mehr fliegen hier, jetzt nicht verarschen? Seh dich. Ja, keine Ahnung, ich. Boah, mein Gott. Oh, endlich tot. Das ist das andere Spiel. Juggernaut ist scheiße. Ich will immer mit Leertaste springen, das ist total blöd mit der rechten Maus. Ich spiele Juggernaut, Classes. Ich spiele Pathfinder. Ich hab einen gekillt. Hey, GZ. So, oh, jetzt gehen sie alle auf mich. Hier, hilf mir. Ah, vier Stück. Was habe ich? Das Rot und wieder diesen komischen... Ich eile, my friend. Hab einen. Ich bin tot. Ich überhaupt nichts treffe hier. Killed by Horse. Scheiß Rotblinde. Killed by Horse ist auch gut. Oh, Final Blow. Woo! Bin ich gut oder bin ich schon gut? Wieder absolut keine Ahnung von nix. Ja, hier wieder laufen. Gute aber Zeit. Ich hab den Final Blow ausgeführt hier. XZ. Wahrscheinlich dein erster Kill, oder? Mhm. Okay. Ich will nichts kaufen. Das Spiel spielen wir jetzt auch mal wieder mehr oder weniger blind. Wir haben einmal kurz das Tutorial angeguckt, um zu sehen, wie die Steuerung funktioniert.
Muss ich jetzt hier irgendwas klicken oder was muss ich jetzt hier machen? Keine Ahnung. Läuft der irgendwo ein Countdown runter? Nö, ne? Nö. Ich werde Stumpe da spielen, glaube ich. Kann ich was drücken? Ich habe keine Ahnung. Ah, jetzt lädt die Map neu. Ah. Blood Eagle oder Diamond Sword? Diamond Sword. Wieder den. Ich spiele einen Soldier. 10 seconds until deployment. Ich spiele auch mal einen Soldier. 5, 4, 3, 2, 1. Prepare for deployment. Honor will be sacrificed this day. Aua. Aua. Du hast hier absolut keinen Überblick, ey. Ich bin tot. Nö, nö. Der hat dich knackelt. Oh, ein Kill Assist, na toll. Auch ein Kill Assist. Ach, der Killstealer, Alter. Hm. Ich hab was irgendwas eingesammelt hier. Ah, Ammo. Dreck, Alter, wie geht's denn? Oh, ich hab einen getötet. Oh Gott, hier ist die Hölle los. Ja, ich hab auch noch einen. Ich hab gestaubt. Yay, wieder einen getötet. Wo ist, was ist denn hier eine... Wow! An diesen Stationen kann man Ammo aufladen. Okay, das läuft besser. Das läuft besser. 3 Kills immerhin schon. Oh, ich habe auch schon 2. Ah, es da läuft die Flagge. Es ist aber sehr verwirrend hier. Wer hat sie verloren? Mit dem ganzen anderen Scheiß hier. Ah. Boah, wie ich hier überhaupt nicht durchsehe gerade hier. Ich auch nicht. Das ist so ein einziges Rumgehüpfe. Ach komm. Anstrengend. Ah, das ist anstrengend. Ich meine, man kommt ja auch gar nicht, das ist wie bei Shoot Man in Robots, gar nicht zum Anmoderieren nebenbei. Ja, ich krieg auch dauernd aufs Maul hier. Stirb doch! Ich geh mal den Pathfinder. Boah, 2 von eurer Sorte hier schon. So, wo ist der andere hin? Ach, verdammt. Voll. Langsam habe ich den Bogen ein bisschen raus. Oh Gott.
Stirb doch! Ich hab den Flak-Typen gekillt. Die Flagge! Was ja, mach jetzt, ich jetzt? Keine ja, Ahnung! Ich bin tot! Verpiss dich! Ich bin tot! Oh, ich hab grad einen die Hälfte fast tot runtergeschossen, aber die Sau stirbt nicht. Wow, Flagge, komm her. Wow, die Flagge ist weg. Der Herr. Geht doch nicht immer alle zu fünf. Ja. Oh, stehen bleiben darfst du hier auch nicht, du. Nee. Wenn du mal einmal ein bisschen zielen willst, hast du keine Chance. Oh mein Gott, Alter. Auch dieses, wie du vorhersehen musst, wo du hinfeuern musst, wo er gleich ist. Ja, ja. Der ist schon wieder tot. Jetzt gehen sie wieder alle auf mich hier um. Oh, ich hab einen. Dann Revenge Skill. Ich bin ja fast tot hier. The time is now. Act or we shall fail. Ah, hier ist der Wand. Ey, wie schnell auch manche Klassen hier sind. Ja, oh, ich bin wieder tot. Nein, Knarre leer. Guck mir den Weg hier. Oh mein Gott, Leute. The Team lost. Was ein krankes Spiel. Ja, das ist ziemlich. Oh. Weil ich. Wir spielen jetzt 10 Minuten, oder was? Ja. Ich bin fix und fertig. Du musst dich ja so konzentrieren. Oh, nee. Also da kommt kein Spaß auf. Das ist... Ich bin 152 km/h schnell geskied. 161. Wow. Ich habe 7 zu... Wo sind meine Death Finger angezeigt? Wahrscheinlich, weil es so viele sind. Unten links. Ich habe 7-7. Unten links? Ja, bei Match Results. Na, jetzt ist es weg. Ja. Ich nehme wieder Diamond Sword. Okay, ich spiele mal den Pass. Ach, jetzt muss ich die andere. Ich bin in einem anderen Team, jetzt musste ich. Na, du hättest dafür auch warten können und einfach nur draufklicken können. 5, 4, 3, 2, 1. Honor will be sacrificed this day. R in Blood Eagle. Sieht die Map auch immer gleich aus, bloß in anderen Witterungsbedingungen. Ja. Wer instant beschossen wurde denn? Da!
hau mir gleich die Granate ins Gesicht. Gleich alle wieder auf mich gehen. Verreckt, oh Mann. Da ist die Flagge, der Typ. Hab ihn. Nice. Ah, er klaut über die weg, die dumme Sau, ey. Ich ihn nicht treffe hier. What the hell? Ich bin direkt hinter dem. Ich hab die Flagge. Ja, mir egal. Ich kann mir gerade hin. Muss ich jetzt hin mit der Kiste? Soll ich in die Base in die Mitte oder? Ich weiß keine Ahnung, weiß ich nicht. Wo mit dem Juggernaut? Ich hab mich gerade zerlegt. Los. Lol, das war in your face gerade hier. Ich bin gerade in diesem Tunnel lang geslidet und den Typ voll weggeknallt. Probier mal Juggernaut aus. Ah, das ist langsam. Boah, ich hab 5000 Mann hinter mir hab hier. Dem Juggernaut kommst du ja gar nicht auf Geschwindigkeit. Nee. Aber der Pathfinder ist so schnell. Ja, der ist schnell. Wenn du mit der Waffe auch einigermaßen Ruhe hast, kannst du da auch ganz gut mit was treffen. Aber jetzt gerade ist wieder der Ruhe. Oh, 572. Mucke ist auch nicht schlecht gemacht dazu. Mucke höre ich fast gar nicht. Ich höre nur Bio, Bio. Aber ich kann ja mal kurz ins Menü gehen. Audio. Music Volume. 100%. Okay. Wir stellen die mal auf 70. So. Den stellen wir mal auf. Also, ich habe ja gar keine Mucke irgendwie in-game. Hä? Nee. Ich finde, man sieht der Map voll an, dass sie einen Returnable Engine hat. Ja, das stimmt. Das irritieren, dass man mit der rechten Maustaste springt und mit der Leertaste so slidet. Ich will mal mit der Leertaste springen. Kannst du doch umstellen wahrscheinlich im Menü. Ja, da bin ich jetzt zu voll zu. Da hin, ich sehe nicht mehr, da. Yep. Wow! Yep. What the hell, man? What the hell? Kriegt mir auf einmal einer voll in die Fresse rein. Wow! War nicht im selben Team? Shift to Zoom! What the hell? Weiß ich nicht. Nee. Du hast doch gesagt, du konntest nicht rein. Nein. Ich hab keine Muni mehr.
Ha, hab ich dich. Gott. Aber irgendwie ist die Map weitläufiger als andere, ne? Aber wir haben ja erst zwei gespielt. Ja, nee, deswegen sage ich ja, die ist weitläufiger als die andere. Ahnung. Aber ein bisschen. Mich. Ach, du bist der Gelbe. Hä? Ja, auf meinem Bildschirm bist du, weil du in der Friendlist bist, gelb markiert. Ach so, macht Hold Sinn, on. Ne? Where are you? Where are you, my friend? Where are you? Where are you? Tot. Ich sehe kein Gelb. Bin auch tot. Ach so. Bin hinter dir. Ja, ich hab ihn. Bist du in meinem Team oder nicht? Nein. Achso, wow, das ist so auf mich hier. Oh, ich hab keine Energie mehr. Ah, was hast du? Ich treff dich auch nicht, ey. Ich werde auch noch von anderen Leuten beschossen. Jetzt hast du mich abgestaubt hier. Ja. Nur so 8%. Gott, der Bogen in der Landschaft. Bin ich da hängen geblieben gerade? Bin geflogen. Wow, Sniper. Irgendwie nicht da, wo die ganze Action ist. Hallo Guido. Ja, ich guck mal den Typen hier gerade. Alter, diese Sache, was halt da auf ihn aus? Kill ist es. Ah. Ich hab ihn einfach gehittet. Diese Juggernauts sind einfach Panzer, echt nur Panzer. Da war so lahm wie Panzer. Ja. Ich bin ja dem ganzen hinterher geslidet, aber. Wow, Victory! Your team lost. In your face, bitch. Ich würde sagen, das reicht doch erstmal, oder? Wir können ja mal gucken, was hier noch so ein Spielmodi gibt, oder? Schnauze. Das können wir nochmal tun hier. Exit Match. Match, ja, es gibt hier Team Deathmatch, Capture the Flag hatten wir gerade. Ich glaube, mehr gibt's nicht. Custom Server. Ah, da kannst du dir. Arena Capture and Hold. Kriegen wir aber erst ab Level 3 und 8. Ah, okay. Na gut. Jo. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich, ne? Alles klar. Jo. Bis dann. Tschö. Ja, da sind wir wieder. Wieder der Guido. Jo. Und ich, der Tristan, und wir kommen jetzt zu unserem letzten Spiel unserer Trash-Nacht, und das ist Bunch of Heroes. So eine, ja, als Szenario, glaube ich, ist das irgendwie, dass uns Aliens angreifen und mit Zombies noch mit bei, irgendwie. Guido, ich glaube, du kannst da ein bisschen mehr zu sagen, du hast das gelesen. Nicht wirklich. Ich hab das nur überflogen.
ja, irgendein Indie-Game, Koop, Mehrspieler-Modus irgendwie. So in der Art wie Fruit Money Robots, nur von oben gesehen. Genau. Ich würde sagen, wir spielen mal die Kampagne, oder? Jo, lad mich mal ein. Ja, mach ich. So, Difficulty, easy. Private, next. So, jetzt muss ich dich hier noch einladen hier. Genau. Ja. So, aber antworte nicht. Normal machen. Ich versuch mal so beizutreten. Warte mal. Ja. Geht irgendwie nicht. Warum nicht? Weiß nicht. Das Einladen geht nicht, oder was? Ich mach einfach mal auf. So. Ey, das geht irgendwie nicht. So, Campaign. Create Game. Machen wir es irgendwie so. Permissions Public. Private. So. Hast du was bekommen? Ja, ja. Ja, dann mal los. Oh, start game. Horror at the farm. Oh, dann wollen wir mal. So, oh hier, Waffenkiste. Oh, ich hab eine AK. Ich hab auch eine AK. Clear the house front door. Roger that. Oh, hier. Evil Chicken. Das sieht ganz lustig aus, ne? Ja, ja. Rage. Oh, what the hell? So ein bisschen wie Minigolf fürs iPhone, falls das jemand kennt. Ich kenn's nicht. Oh, a grenade. Clear the house front door. Ja, achso, die Hühner. Oh, es leckt ein bisschen. Kann ich die Waffen wechseln? Nee. Mit Q, glaube ich. Q? Ja. Oh ja. Ey. Da steht ein Smart. Ja, was ist denn jetzt hier? Kommt hier noch irgendwas hier? Hallo? Da, Chicken. Scarecrow. Die Vogelscheuche. Oh, was ist das denn hier? Fick dich. Oh, es laggt. Was soll denn die Scheiße? Was denn? Nazi-Zombies, was ist das? Ja, ich glaube, das sieht irgendwie so ein bisschen aus wie der Helm der Wehrmacht. Warum leckt denn das so? Was soll die Scheiße? War das nochmal bei Helsing? Irgendwelche Nazis aus Transsilvanien kommen nach Japan, um irgendwelche Helsings auszuschalten. Leckt das bei dir auch so? Jetzt geht's wieder. Komm mal ran hier, ist sowas wie Catcher the Flag hier, glaube ich. Wow! Reloading! Get the girl! Warum ist das ein Cheerleader? Warum häng ich am Kürbis fest? Wow! Okay.
Wow! Ich kriege die Ammo langsam aus. Zombies. Da liegt ein AK. Da unten kommt ein bisschen was. Ja, hier oben auch. Wir spawnen hier noch. Oh Gott. Ja, hier oben auch neue, verdammt. Ja, hier unten auch. Lags sind echt nervig. Aua, Shotgun, ich bin tot. Ja, ich hab doch gesagt, du brauchst einen Shotgun. So hörst du auf mich. Bin ich jetzt mir immer tot oder kannst du mich wiederholen? Weiß ich nicht, also zieh dich irgendwo. Ich glaube, ich spawne in 8 Sekunden neu. Da läuft zumindest ein Countdown. Ja, bin ich wieder. Mir war das AP-Kit da. Oh. Du hast doch voll AP. Ey, du dir. Ja, hab ich doch. Also. Leck. Kann das sein, dass da sowieso immer mehr kommen und wir uns einfach vorkämpfen müssen? Das kann auch sein. Das da gehe ich irgendwie mehr von aus. Ah. Explosive Crossbow. Toll. Wo ist das auch im Mädel eigentlich? Keine Ahnung, ich geh gleich drauf. Oh. Nein! Alter! Keine Ahnung, wo ich hin muss. Ah, hier, Explosive Crossbow. Ja, eine Verzögerung, ne? Was haben wir? Er hat eine Verzögerung von mit der Explosion. Also schießt, dann wartest du 2 Sekunden, dann geht er hoch. Ah, hier unten ist ein Dings, wo das Mädel ist. Ja, ich brauche noch 18 Sekunden zum Respawn. Vielleicht ist eine unsichtbare Wand, na toll. Vielleicht können wir da nur zusammen hin. Spawn 8 Sekunden. Toll! Mal die Knarre hier. Wo bist du überhaupt? Ja, da unten. Da. Oh, Knarre. Was muss denn diese scheiß dumme. Hä? Ich glaube, wir müssen zum Auto. Es gibt Jungs. Ah, dieser Shotgun-Typen da, furchtbar. Ah, hier, zum Auto. Ja, ah, ich krieg grad ordentlich fissig. Na, ans Bieter soll hier unten irgendwo sein? What the hell? Ey, es war noch immer wieder neu, du kriegst hier keine ruhige Minute rein. Oh, ich bin nicht tot. Da habe ich jetzt schon wieder den dummen Crossbow, ich krieg gar nicht. So, wo ist das ohne Mädel jetzt hier? Ich sterb gleich hier oben, scheiße. Ah, ja, ich hab, oh, ich hab das Mädel gefunden. Ja, ich bin tot. Mal wieder. Oh, ich hab's auf dem Arm. LOL! Wie lange brauchst du zum Respawn? Eine Minute. LOL. Ich warte einfach mal auf dich. Weil ich hab Bloody Scream und so. Ja, looks so real. Ja. Ich bin so ein Russe, ne? Deine Spielfigur da? Ich bin El Kommandante. Oder sowas, ja.
Noch 10 Sekunden. Oh, Medikit. Oh. Oh, 1. Okay. Komm auch her hier. Mein Gott. Aua. Ach, wir können uns auch gegenseitig anschließen. Okay? Oh. Defend the car, oh Gott. Oh, nee. Eine Minute lang. Die kommen auch auf alle Seiten. Wow, what the hell? What the hell? Das ist ein Ninja-Zombie, oder? Wow. Nee, das sind... Die haben Bayonettbruch drauf. Doch, wer macht Zombies? Back to the grave, warm food. But hold the area. Sieht nach einem Bosskampf aus oder so. Wieso habe ich schon wieder den blöden Bogen? Die ist eigentlich ganz cool. Hold the area. Sekunden noch. Da ist ein roter irgendwie. Oh Gott. Yay. Let's protect the cheerleader. Ah. Ja. Die Videos in dem Spiel sind lustig. Hier, ich bin die AK. Ich habe Flammenwerfer. Nice. Ey, das Korbfeld abbrennen hier nicht. Der andere wird schon angesägt hier. Okay. Reloading. Zurück. Okay. So, Mr. Flamethrower. Wow! Oder unsere die Bösen. Renn mal ab, so. Aua. Wir dürfen uns nicht selbst anfackeln hier. Ultra Attack Ready, was ist das denn? Keine Ahnung.
Wahrscheinlich könnten wir uns das schon wieder viel einfacher machen. Reloaden Flammenwerfer, okay. Gaskartusche leer oder was? Oh, Medkit. Bist du? Ja, auch noch ausweichen hier. So, was jetzt? Komm wieder. Ah, es geht raus. Flamethrower ist leer. Wow, what the hell? Das war meine Ultra-Attack. Macht man die denn? Shift. Oh Gott. Toll. Air Strike oder was war das? Ja. Meiner wirft Zigarren. Und so. Ja. Mann, bring mich ab hier. Guck mal, den Girl. Komm her, Baby. Oh, dead ass. Aua! So. What the hell, man? Oh. Oh! President's Daughter. Die President's Daughter ist ein Cheerleader. Ach so. Komm hier, Guys. Geh weg. Oh. So. Was habt ihr davon? Auch neue Ammo. Oh, wo müssen wir die hin? Da hinten. Das war unten, unten lang geht, aber wow! Nicht so viel. Aber diese Shotgun-Typen sind eklig hier. Airstrike kommt. Gleich tot. Medikit? Medikit? Ja, hier liegt eins. Wo? Oh. Da hinten. Hol's dir, das geht gleich weg. Run! Die Decks auf. Oh, es leckt schon wieder. Komm hier, wir sind zum Traktor. Warum musst du zum Traktor? Das Öl ein schlauer Entwickler so hat einfallen lassen. Oh. Hell yeah, baby. Geht die Kampagne jetzt ewig so weiter, oder? Ah, jetzt. Komplett. Okay. Not so bad. Not so bad, man. Also, für wie teuer war das? 1,69 oder so? Macht das schon ganz gut Spaß. Ja. So, Main Menü. Lass mal Survival spielen jetzt. Gott. Achso, du musst ja jetzt aufmachen, war ja so. Warte. Bäubel. Game. Nehmen wir das. Und das. Und das.
Spiel einladen. Jo. Nicht mal A-Kommandante. Ich muss überleben. Red Santa down. Lol. Ganz lustig aussehen. Ja. Boah, ne, oh, meins. Ah, oh, Achtung. Lol. Das kannst du auch noch einmal nehmen. Der Fette, der sieht aus wie Göring. Wie was? Göring. Nazi-Zombie-Führer doch hier. So. Wow, was ist das Fiese hier? Lol. Ich hab eine Atombombe geworfen. Lol. Klar hier. Ich brauche mal eine andere Knarre, ich habe immer noch die Standard-Rummel. Ja. Auch. Der, yeah, Shotgun. Kiste rum. Ah, hier. Oh, Flamethrower. AK. Oh, was ist das? Atombombe. Die Friendless Cannon. Ihr habt eine Gatling. Oh. Da kommt ein Sarg auf den Zug. Ja. Wow, what the hell? Alter, wie oft müssen wir den Typen nachladen? Du schießt 2 Sekunden, musst du nachladen. Tesla. Kanone, null. Die ist ganz vernünftig, die ich jetzt hier. Oh. The Jolly Gun. Oh, Rocket Launcher. Lol. Ich hab mir Feuerwerkskanone. Das hier. Oh Tesla gerade. Wow, hier! Lol, das sind tatsächlich Nazis, die haben so eine Hakenkreuzer. Ja! Oh, oh, leck mich. Oh, die Hühner schon wieder. Geste. Laser! Toll. Ja, der ist ja scheiße gegen die Hühner. Das ist auch alle. AK. Ah, hier ist wieder der Polygon. Oh, was ist das hier? Farmer. Grün leuchtende Zombies. Und ein Bär. Nee, ein dicker Farmer. Der Farmer. Errungenschaft. Wer die Kiste? Oh, hier ist ein zum Einfrieren irgendwas. Oh, hier Rocket Launcher. Ah, ich sterb gleich. Wow, kommt hier unten alles an. Ah, ich bin tot. Ich glaube, ich respawn auch nicht mehr, weil der Weg ist so weit. Doch, ich respawn doch. Ist das hier? Tesla, gell? Oh. Die ist geil. Hätte ich vorhin auch schon mal. Ich will über den Schneeblock ausweichen, what the hell? Ninja Squad, der Rumschef. Oh, an dem Einkaufswagen. Oh, was war?
Wow! What? 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 Oh, hier. Halt die Fresse hier! Was ist denn hier? Bist du wieder da? Ja, ich bin wieder da. Cool. Guck mal, hier sind. Oh, ich bin auch gleich tot. Tesla-Kanone. Oh. Wieso schmeißt er die denn weg und nimmt da ein K auf? Sinnlos. Oh, ich sterbe auch gleich. Ja. Ach, ich bin tot. Dann Werfer, jetzt muss ich überleben, solange bis du respawnst. Ich glaube, sonst ist vorbei. Sekunden. Oh, Gatling, die kommen jetzt gut. Ja. Du kannst auch mit der Taste rollen, ne? Um auszuweichen. Ich hab ihn rausgefunden. Und vergesse, da Attacke nicht. Ja, stimmt. Ja, Tesla-Kanone. Oh, Schrot. Itaka. Ich hab mich gerade selbst weggenugt. Ah, tot. Wow, ist alles ankommen. Oh, der Tesla kommt gerade richtig in die Laser. Oh. Toll. Ich glaube, du hast ein kleines Problem. Der Laser geht ja durch alle durch. Das ist gut dran. Ja, der ist auch gleich leer. Gleich leer. Oh. Respawn. Das ist hier Rocket Launcher. Fenster leer. Als AK. Multilator. Was ist ein Multilator? Ach so. Scheibending. Der Rocket Launcher ist scheiße. Der hier Flammenwerfer so. Oh, ist nur am Lecken hier bei mir. Sehr nervig. Es sind auch extrem viele, ne? Laser. Astronauten-Zombies. Ja. Oh Gott. Der Explosive Crossbow. Was ist denn hier? Ein Alien! Der kann sich teleportieren, die dumme Sau. Oh Gott. Wow! Alien down. Gatling. Tesla-Kanone. Oh Gott. Die alle Schrot schon wieder. Aber hier ist gerade. Muss man. Ein bisschen was. Oh, ich kann hier keine Grafikoption runterstellen. Damit es nicht so lag. Boah, Alien! Großer Alien, der Steine wirft! Ja, ich sehe ihn. Hab ich Platz. Da kommt noch mehr von denen, ne? Zu Info. Whoa! What the hell? What the hell is going on? Oh! Ich bin gleich tot. Ah, hier, Mini-Atombombe. Ja, hau mal vorne rein bei mir. Oh Gott, hier sind sie alle. Oh,
selber weggenugt. Ich glaube, ich bin gleich tot. Boah, aber es ist... Ja, obwohl es so billig ist, ist das so grafikintensiv hier, dass die ganzen Charaktere, die animiert werden. Rocket Launcher. Oh, was bis zur 10. Wave schaffen. Ah, oh, Laser, ich liebe dich. UFOs. Oh, Alien-Raumschiffe. Ich bin tot. Dass hier alles ankommt, Alter. Ich brauche jetzt eine Minute zum Respawn. Jedes Mal, wenn man stirbt, wird das ein bisschen länger. Oh Gott. Ja. Also nur eine halbe Minute zu überleben. Oh, da ist kein Drachen mehr. Oh mein Gott. Hier, Waffen zu hoch. Was habe ich? Freezing Spray? What the hell? Ja, da kannst du die nur einfrieren, das bringt nichts, damit kannst du kein Kill. Toll. Oh, toll. Respawn. Hier. Ja, Rocket Launcher. Oh, eine Waffenkiste. Da ist eine. Dolly-Gun. Neue Aliens. Oh, fuck. Oh, ich bin tot. Oh mein Gott. 15 Sekunden. Oh, du hast dich hier. Gut, die Waffenvernichtungswaffe hier. Aha. Laser. Du machst das schon. 15 Sekunden noch. AK, danke. Viel Spaß. Ach, geht schon weiter. Oh, okay, meine große Waffenkiste hier. Da. Ah, hier. Explosive Crossbow. Ich hab wieder die Jolly Gun. Au! Tesla Gun. Jetzt geht's auf die Presse. Die finde ich auch irgendwie am besten. Ah, oh, die Einkaufswagen-Typen sind nervig. Ja, die nerven. Die halten auch ganz schön was aus. Ja. Nuke! Du kommst. Au! Hehehe, Minigun! Aber Welle 11, ja. Wait, wie immer denn? Ja, fuck. AK, weil. Oh, neue Waffe. Ah, hier, New. Dolly Gun. Es lohnt ja nicht für so ein paar Leute. Ein paar Gegnermassen, damit ich hier ordentlich. Sollen wir was zusammen? Hier oben bei mir sind einige. Da, ich hab grad schon. It's reloading. Oh, ich bin wieder tot.
Ja, ich auch fast. Ja, du hast doch ja. Gut die Hälfte der HP. Das, muss ich auch das hier, Tesla. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, die Minimap ganz unten. Ja. Vielleicht wird es nicht mehr schaffen, was ist der, oder? Ach Gott sei Dank! Lacke! Das dann wäre. Oh Gott. Scheiße. Okay. 13, Glückszahl, wa? Damit sind wir auch schon am Ende unserer Friday Night Game Serie. Genau. Episode 1. Und das Fazit folgt. Aufstand der Klo-Krieger. Nee, das war was anderes. Der Klo-Krieger. Alles klar. Möge das WC mit dir sein. Leute, wir sehen uns gleich wieder zum Fazit des Abends. Ganz genau, bis gleich. So, Tristan, unsere erste Spielenacht ist vorbei. Wie ist dein Eindruck? Also, hat durchaus Spaß gemacht, ne? Dem kann ich mich nur anschließen. Ich würde sagen, wir kommen dann zu den Platzierungen. Genau. Wir haben insgesamt 6 Spiele gespielt. Vieles davon für uns Neuland, einiges nicht. Nee. Ich würde sagen, wir fangen mit Microvolts an. Wir bewerten auf einer 1 von 10 Punkteskala. 10 ist super Affentitten geil und 1 kannst du in die Tonne kloppen und bei Astragon verkaufen. Genau so läuft das. Genau. Okay, Microvolts. Ein Free-to-Play-Shooter auf Quake Arena Basis oder Unreal Tournament, whatever. Genau. Sieht ein bisschen aus wie Team Fortress und ist auch mehr oder weniger ein Abklatsch davon, denke ich. Na gut, das gleiche ist ja dann auch Quake 3 und Unreal Tournament. Ja, die waren ja, ne, weißt du. Ja. Also, ich gebe Microvolts, da ich das nicht so berauschend fand, 4 von 10 Punkten. Oh, doch so viel. Ich bin bei 3 von 10. Macht insgesamt 7. Genau. Kommen wir zu Blacklight Retribution. Auch in diesem Stil gehalten, etwas moderner, Sci-Fi-Setting. Bisschen mehr Action. Wie viele Punkte? Ja, ich würde sagen, Blacklight kriegt 8. Das ist ein ganz netter Free-to-Play-Shooter, den man auch mal locker so einen Abend spielen kann, finde ich. Macht schon recht Spaß. Auch die Modi, Kill Confirmed und sowas mit dabei, ist echt nett. Also ich gebe dem 8 Punkte. Okay. Für mich hat sich Blacklight als lustiger Zeitvertreib dargestellt. Allerdings, wie es bei Free-to-Play-Spielen ja so üblich ist, gibt es ja das Pay-to-Win-System. Sprich, man muss sich Waffen, Ausrüstung, alles Mögliche für irgendwelche Coins oder Credits kaufen. Und dementsprechend ist man da als Gelegenheitszocker oder Neuling den anderen total unterlegen. Was wir ja auch selbst erfahren haben. Naja, wir waren mehrmals Erster. Na gut, das lag aber auch an unserem super guten Skill. Ja, genau. Von mir kriegt das Spiel 6 von 10 Punkte. Kommen wir auf 14 gesamt. 14. Nicht schlecht für den Anfang. Willst du weitermachen? Ja, ich mach weiter. Dann wäre das nächste Shoot Many Robots. Ein 2D Jump and Run Shoot. Indie-Spiel. Wie man das jetzt, in welches Genre man das jetzt einordnen soll, keine Ahnung. Ich würde es als Retro-Shooter bezeichnen. Ja, mehr oder weniger, ne? Ist cool gemacht. Alles auch, was man sich da so für die Schrauben-Coins da, was auch immer das sein soll, kaufen kann. Super Idee. Und wirklich, ich kann da nur sagen, tolles Spiel. Klar, paar kleine Macken hat es, deswegen lande ich bei 7 Punkten. Welche Macken meinst du denn jetzt? Ach, keine Ahnung, dass man oft an Gegnern hängen bleibt und das ist, finde ich, irgendwie dämlich gemacht zum Teil. Aber ansonsten ist das wirklich nett.
Ja gut, aber so ein Kollisionssystem hat da fast jedes Spiel heutzutage. Ja, gut. Aber du kannst ja auch in 2D kommst du, wenn du da nicht dran vorbeikommst, bist du tot. Das ist irgendwie blöd. Ja, du hast ja auch nie diese Doppeljumps gemacht. Hab ich wohl. Ja, ja. Wie jetzt auch gesagt. Okay. Shoot Man in Robots hatte ich ja schon vorher. Ich kannte das ja schon. Ich bin von dem Spiel eigentlich sehr begeistert. Kriegt von mir 8 von 10 Punkten. Macht insgesamt 15. Genau. Damit stellt sich Shoot Man in Robots im Ranking vor Blacklight. Ein Punkt mehr. So ist es. Okay, Hälfte haben wir. Das nächste war Left 4 Dead 2, oder? Genau. Ja, ich habe das ja, wie gesagt, blind gespielt. Das Spiel gibt's schon so lange, aber ich habe mich nie irgendwie dazu gebracht, das mal zu kaufen. Aber ich bin mehr als positiv überrascht. Das macht einen Heidenspaß. Das kann man wirklich gut im Koop spielen. Eines der wenigen Spiele, die man richtig gut im Koop spielen kann. Und da durch den Umfang auch, sage ich einfach mal 9 von 10 Punkten. Okay. Auch hier bin ich nicht ganz deiner Meinung. Left 4 Dead hatte ich auch schon vorher, hab da schon bis zum Abwinken gespielt. Also ich kann die Maps da eigentlich fast auswendig. Dementsprechend geht der Spielspaß dann ja auch so ein bisschen in den Keller. Weil man halt eben alles schon kennt, deswegen ja, 7 von 10. Alles klar, kommen wir auf eine Gesamtpunktzahl von 16, das heißt, er stellt sich noch vor Shoot Many Robots. Richtig, Pole Position für Left 4 Dead. Genau. Kann es Tribes rausreißen? Mal abwarten. Tribes, ein wirklich ungewöhnlicher Shooter, im Science-Fiction-Stil gehalten und natürlich das Witzige und der Clou daran, dieses Sliden und das Jetpack zu benutzen, das heißt, man ist dauernd in Bewegung, du siehst keinen, der steht und wenn mal einer steht, ist er tot. Und dieses System erstmal rauszukriegen, ich glaube, da braucht man einige Zeit für. Man hat es auch gesehen. Ich glaube, wir haben ganz schön gefailt bei der Sache da. Es gibt da Leute, die können das wirklich gut und ja, für einen Neuling ist das extrem frustrierend. Aber ich finde die Idee wirklich super. Das hebt sich mal von anderen Free-to-Play-Shootern ein bisschen ab. Und daher komme ich auf 7 von 10 Punkten. Okay. Ich greife mal dein Wortlaut auf. Extrem frustrierend beschreibt es wunderbar. Ich weiß nicht, das ist für mich total. Also, für mich kam bei dem Spiel überhaupt kein richtiger Spielspaß auf. Das ist ähnlich wie bei Microvolts. Da ist nichts passiert und bei Tribes ist viel zu viel passiert. Man muss gucken, wo man hinläuft, dann Leertaste, um Berge runter zu rutschen, dann Jetpack und zielen, dann trifft man nicht, dann kommt irgendwer von links, haut dich weg. Du bist nach 3 Sekunden sofort wieder im Spiel, musst wieder springen und das ist so kompliziert und nervenaufreibend. Deswegen nur 4 von 10 Punkten. Ja, das ist auch tatsächlich so ein bisschen Mindfucking, das Spiel. Ja. Und erst recht, wenn man schon ein bisschen was getrunken hat, so wie wir, dann kommst du darüber eigentlich oder darauf gar nicht klar. Jedenfalls, du 4, ich 7, gibt eine Gesamtpunktzahl für Tribes von 11. Korrekt. Also zweitletzter Platz bisher. Ja. So, bleibt doch das letzte im Bunde. Bunch of Heroes. Eigentlich ein Blindkauf von uns für 1,69 hier bei der Steam Summer Sale Dingsbums. An sich mache ich solche Spiele. Ich fand's ein wenig enttäuschend, dass das da bei meiner doch recht aktuellen Hardware zu solch extremen Lags gekommen ist. Wie man ja im Video auch gesehen hat. Ja, deswegen 5 von 10. Ja, ich bin von dem Spiel auch positiv überrascht. Das Spielprinzip ist ja ähnlich wie bei auf dem iPhone, wenn das jemand kennt, hier Minigore. Und ich mag solche Spiele eigentlich gern. Ein bisschen fad fand ich, dass du dauernd irgendwelche Cheerleader retten musst. Aber witzig ist es trotzdem. Ja, ich würde auch sagen, oder was ist auch, ich würde sagen, 7 Punkte von 10. Okay. Scheiße. Ja, 7 von 10 plus meine 5 macht 12. Genau. Damit noch 4 Tribes und hinter Shoot Man in Robots. So ist es.
Ja, aber wenn du keine Schild. Wenn du keine. Wenn du keine Schierlieder retten möchtest, können wir nächstes Mal gerne ein Spiel spielen, wo du alte Männer aus Rollstuhl befreien musst. Nee, danke. Da lässt sich sicher was einrichten. Ja, wahrscheinlich. Gut, okay. Ja, sprich. Ja, dran. Ich weiß. Ich hab die Muschel, ne? Schreibt's in die Comments, wenn ihr wisst, worauf wir anspielen. So. Das wollte ich Ihnen jetzt sagen, verdammt. Tja. Ach so. Welches Spiel bekommt denn jetzt für dich den absoluten muss man gespielt haben Faktor? Left 4 Dead auf jeden Fall. Das. Wenn man auf Koop-Spiele steht, dann sollte man das auf jeden Fall mal angezockt haben. Und Shoot Many Robbers auf jeden Fall auch. Das ist ein durchaus witziges Indie-Spiel, das man sich durchaus mal antun sollte. Erst recht für den geringen Preis. Okay. Dem kann ich mich eigentlich nur so anschließen. Ja. Irgendwann werden wir mal wieder so eine Zockernacht machen. Friday Night Games Episode 2. Und bis dahin werde ich den Tristan noch überzeugt bekommen, mit mir Torchlight zu spielen. Ich spiele nicht mit dir Torchlight. Dann müssen wir Karaoke-Party machen. Na, das mache ich erst richtig mit dir. Ah, ja. Ja. Ihr okay, könnt uns oh, ja jetzt geht der Bildschirm vorne an. Oha. Ihr könnt uns ja in die Kommentare schreiben, falls ihr noch für die nächste Friday Night ja, Vorschläge an Spielen habt, was man mal so vorstellen könnte. Was man auch noch nicht so kennt, am besten, also nicht so mit sowas ankommen wie, ja, spielt mal DayZ! Das kennt, glaube ich, mittlerweile jeder. Ja. Und das ist, glaube ich, auch sehr frustrierend, wenn man anfängt. Ja, und wenn euch das gefallen hat, dann ja, bitte bewerten und kommentieren und gerne auch weitererzählen, dass es diesen Kanal gibt. Der ist ja noch nicht so bekannt. Also an die wenigen, die das jetzt hier schauen werden, bitte versucht das mal so ein bisschen zu publizieren, was wir hier so treiben, wenn euch das gefällt. Du machst richtig Werbung gerade, oder? Ja, muss man ja auch. Na gut. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir sind soweit durch. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal in unseren regulären Let's Plays. Oder wenn ihr wollt, zur nächsten Friday Night Games. Bis dahin, euer Guido. Euer Tristan. Reingehauen. Ciao.